So, 35 Leben, 1495 Level geklärt. Let's go. Ich höre jemanden leider. Let's go. Let's go. Den Scham schaffst du nicht. Du musst oben rum. Wollen die nicht irgendwie ankicken oder so? Go, 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 go. Treffen die mich, wenn ich Fullspeed hab? Vielleicht schon, oder? Go, 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 go. Yeah, wuhu! Yeah, wuhu! Drei Leben, wir machen ein Leben bloß in der Stage noch. Eine Münze. Eins, zwei, but it's flutet. Flutet mit was? Mit Wasser oder mit alles anderem? Lava? Und wie hoch? Okay. Geht es wieder runter? Nein. Ist aber nicht so gut, Digga. Ah, okay. Wenigstens lässt er mir einen Weg übrig. Das ist schon mal sehr ehrenvoll von ihm. Ich hoffe, er hat das Leben irgendwo. Weil hier oben ist irgendwo noch ein Leben. Eigentlich hier. Hier ist eigentlich ein Leben. Das hat er vergessen. Ah, da ist... Sick. Oh, mein Leben. Komm zurück, Digga. Komm zurück. Yeah, wuhu. Also ich will eigentlich sofort ins Ziel, Digga. Wenn du es wirklich nachgebaut hast, dann ist das Ziel. Danke. Okay. Sonic 06 Silver Boss. Wir kriegen viele Hommages jetzt irgendwie in dem Game. Ich weiß noch nicht, ob ich die Stage spielen will, Digga. Muss ich da durch? Wo muss ich denn überhaupt hin? In die Schlüsseltür? Ich muss ihn besiegen? Oh oh. Ah, da ist der Schlüssel. Oh, da oben ist der Schlüssel. Ich muss ihn nicht mal besiegen. Aber das ist auch eine bittere Stage. Mal gucken, wie lange die geht. Johannes Level. Aber Leute, wie lang muss denn eure Nachricht sein? Oh, Ground Pound verschluckt. Weil Pixelhütte schreibt jetzt auch eine richtig brutal lange Nachricht. Ah ja, aber die wurde, glaube ich, blockiert. Darf ich das, oder? Oh. In die Tür. Ja.
Ja, ich mach das abseits vom Stream mal. Der Bot ist überhitzt. Ich brauche den Pilz hier durch. Schade. Wir probieren es nochmal. So, close. Okay. Ich hoffe, wir kriegen auch die Leben hier in der Stage. Also heute klemmt irgendwie ein bisschen mein Gehirn, glaube ich. Easy Mode. Die kommt ja als Vertrieblerin und Frau macht natürlich noch mehr Mehrwörter. Ja. Also wir können nur einmal da rein und ah, da ist die Schlüsseltüre, aber ich glaube, da müssen wir durch. Point of no return. Und wie ist ich? Hi, Hallöchen. Wo müssen wir denn jetzt hin, Digga? Jetzt noch ein blinder Jump. YOLO! Okay. Da ist noch mal einer. Okay. YOLO! Und Patrick, Mann, dir auch danke für den Support, Mann. Das sind die Leben. Wir kriegen die drei Leben, sind oben auf 40. Sehr schön. Okay. Wir gehen in die Pipe. Das kann auch immer mal schnell vorbeigehen, sowas. Kommt die wieder hoch, oder? Gute Indicator. Ich hätte eigentlich gern gewusst, ob es da irgendwas gibt. Da geht er wieder runter. Oh, oh, danke. Danke fürs Warten, Digga. Sehr faire Stage. Sehr gute Stage, gute Indicator mit dabei. Bleibt auch immer stehen, sag ich mal. Also du hast keinen Zeitdruck. Wir warten hier. Da geht der Spaß. Und Tilja, Mann, dir auch danke für dein Abo im 5. Monat mittlerweile, Mann. Und Max, Mann, dir danke für den Support. Oh, da fällt mir gerade auf. Ich muss noch ein Video machen, Leute. Unbedingt. Das darf ich heute nicht vergessen. Sonst gibt's Ärger von irgendjemandem wahrscheinlich. So eine coole Stage. Hallo, Herr spanischer Tänzer. Kannst ruhig hier auf der Plattform dann bleiben, Digga. Schade, dass er hier die Mannschaft platziert hat. Sonst könnten wir auch mit der Feuerblume ein bisschen was machen bei dem. Komm, tanz noch mal ein bisschen. Aha. Warten kurz. No hit. No hit. Jo, da kann man sterben. Da kann man sterben, Digga. Das ist nicht dein Ernst, Digga. Das ist doch nicht dein Ernst. Ja, die verschwinden kurz. Das habe ich nicht gesehen. Haben wir jetzt sehen können, dass man da sofort reinspringen kann eigentlich. Speedrun. Speedrun. Ein Jump, Digga. YOLO. Es hat funktioniert.
YOLO! Ah, 4 Sekunden, 3 Sekunden! Ah, ey, ist 14 Sekunden Rekord, Digga? Wie willst du das schaffen? Da ist doch irgendwo Pipe, oder? Kommt man auch nicht rein. Also. Ich skip. Keine Wand. Danke. Checkpoint vielleicht? Hm, wie sieht's aus, Digga? Leider nein. Nächste Blind Jump. Okay. Das macht keinen Sinn. Also du kriegst in jedem zweiten Level irgendeinen Blind Jump, wo du irgendwo landen musst, wo du es vorher nicht weißt. Und wenn du es vorher nicht weißt, kriegst du den Hit. Ich das Ziel. Ja, eben, ich weiß nicht, ob es legit ist, keine Ahnung. Aber offensichtlich gibt es eine Reisewarnung auf jeden Fall nach Deutschland. Checkpoint. Tick blöd korrigiert gerade eben. Kriegen Leben wenigstens. Weil da hatte ich vor kurzem mal Feedback, dass es da Probleme gab. Problem. Stark. Können wir auf jeden Fall mal mitnehmen. So. Schön. Und dann gehen wir mal da runter. Okay. Dann gehen wir in die Pipe. Ich hoffe, die geht irgendwo hin.
Holst du deine Malkünste wieder raus? Das machen wir immer spontan. Mal malen wir mal ein bisschen, aber wir haben jetzt schon länger nicht mehr gemalt, weil... Wisst ihr, Leute, also da muss ich Digga, das ist... Manchmal ist so blöd einfach. Zum Glück gibt's die drei Leben. Also es ist viel schwieriger zu korrigieren, sag ich mal. Wenn du den Jump einfach kennst, irgendwann mal... Oh, das wird wieder eng, oder? Das wird wieder eng. Das ist halt, spring bei meinem ersten Sprung genau auf die rechte Kante vom Steinblock und dann drück nach rechts, Digga. Unglücklich gelöst, finde ich. Haben wir jetzt schon wieder sowas? Oh, ich würde am liebsten skippen, Digga. Also ein Buu lasse ich schon mal da. Und dann ist die Frage, wo müssen wir denn hin? Okay. So. Oh, dann kommt noch mal einer runtergesegelt, Digga. Ich skip, Leute. Den Scheiß spielen wir nicht. Das zerquetscht dich übrigens, wenn du die Münzen holen willst. Also wenn du dazwischen reinkommst, dann bist du weg vom Fenster. Deswegen, wir lassen die mal so, holen uns ein paar Münzen dazu. Ja, Blume. Oh, das wird nicht besser. Lebenfarm ist schwierig. Stern? Stern? Ja, in die Pipe. Und Obo, Hallöchen, sei gegrüßt. Lass vorbei sein. Hey, danke. Spikes sind am Ziel. Olek. Jetzt kommen wir nicht so einfach dran. Oh, come on, Digga. Oh, statt einfach. Ja, skip. Ah, das wird wahrscheinlich immer noch nicht reichen, oder? Also letztes Mal haben wir es nicht geschafft. Das wird schwierig. Okay, das ändert alles. Okay. Okay, wir nehmen die drei Leben wieder mit. Kein gutes Level-Design, du siehst es meistens nicht. Speedrun. Thank you.
Digga. Sekunden. Okay. 4 Sekunden. Checkpoint. Sehr gut. Jetzt ist die Frage, kriegen wir wieder ein Cape? Dann wird der Abschnitt Pain. Ja. Das macht er niemals. Sehr gut. Also, wir nehmen die 3 Leben wieder mit. Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal genug Zeit. Wir brauchen 400. Das ist doch nicht normal, Mann. Also, jetzt. Wir brauchen einen Switch, sonst werden wir zerquetscht. Ist der Switch? Alle? Okay, wir brauchen auf jeden Fall irgendwann Yoshi. Sonst kriegen wir die Münzen hier nicht. Ist ja komplett weg. Okay. Über 1500 Level? Jo. Da bräuchte man einen Pilz. Ich hoffe, es triggert nicht wieder aus heiterem Himmel irgendwie einen Off-Switch. Das wäre gemein. Okay, wir müssen sowieso irgendwann wieder zurück, deswegen wir gehen mal noch beide. Da gibt's irgendwie. Schlüssel. Eben die Frage ist halt, wie man da unten so rein. Ey. Ich finde, zurzeit finde ich die Level ultra. Also da können wir doch einfach unten rein, Digga. Gibt's Yoshi. Den Jump schafft man von hier. Immerhin hat er Leben schon mal mit drin. Ist nur die Frage, wie kriegen wir Yoshi da durch? Sehr gut. Okay. Ich hoffe, wir haben keine Münze vergessen. Da gibt es jetzt noch ganz viele andere Münzen. Ich hoffe, wir haben keine Münze vergessen, Leute. Ja, Blume. Stimmt, haben wir eine Münze vergessen, oder? Ja. War noch irgendwo eine Münze, Leute? Haben wir eine Münze echt vergessen jetzt? Das wäre echt übel. Unter der Note. War da eine Münze noch?
Also wir brauchen auf jeden Fall alle. Keine gesehen. Schlüssel. Kommen hier nicht mehr raus. Oder? Ja, doch. Okay, hier haben wir jetzt alles, oder? Mehr gibt's hier nicht. Hoffentlich. Klein sein. Yoshi müssen wir auch zurücklassen, sonst kommen wir da auch nicht durch. Jawohl. Also haben wir alles, was wir brauchen. Sehr gut. Machen, glaube ich, auch 2 Leben plus oder so. Skip instant. Ist auch ultra tight. Einer wäre mit rein. Schade. Das wird nix. Wir skippen. Extra Speedrun. Ich musste gehen, keine Zeit. Vielleicht 10 Sekunden. Keine Leben, Axt-Level, mir skippen. Das sind einfach für mich der größte Pain unter der Sonne, weil so oft kannst du nichts dafür. Kriegst du einfach den Hit, wirst weggeballert. Und ich denke mir immer nur, Digga, Mann, ist das jetzt dein verdammter Ernst und das soll dein Level sein? Wir haben 29 Leben. Ich skippe jeden Scheiß. Das ist auch zerkrüschte Scheiß unter der Sonne. Eigentlich krieg ein Buh. Ich skippe den Scheiß. Das ist einfach, wenn du das Level kennst, genauso auch dieses Level. Du hast eine Achterbahn. Er weiß ganz genau, wo er alle Feinde hinpackt. Er weiß ganz genau, wo er springen muss. Warum er von der auch nicht springen kann, verstehe ich auch bis heute immer noch nicht. Das war close. Hätten wir auch fast den Hit bekommen.
Okay, das war meine Schuld. Danke. Genau, Digga. Holy moly, ich bin der Erste, der die Stage überhaupt cleared. Let's go. Wir fahren jetzt mit einem Pimmel. Nee, danke. Mal da reinkommt. Das Problem ist, wenn wir es nicht schaffen, kriegen wir sofort instant den Hit. Ja. Der hatte jetzt keinen Schlüssel. So Leute, ihr dürft wieder entweder Tor Nummer 1 oder Tor Nummer 2. Ihr dürft entscheiden, was wir nehmen. Entweder Tür Nummer 1 oder Tür Nummer 2. Eins, zwei, zwei, eins, eins, zwei, links, zwei, zwei, eins, 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 zwei, 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 drei, zwei, eins, zwei, eins, zwei, zwei, zwei. Also ich meine, ich sehe mehr Zweier. Also ich nehme mal die zwei, Leute. Wir gucken uns die zwei mal an. Also. Also man sieht auch die andere Schlüsseltüre. Stern. Ich muss mich beeilen.
bin gelockt. Kicken Bu. Kicken Ditz. Skip. Eine Frechheit. Es ist, also zurzeit ist echt Pain. Es ist wirklich der pure Pain für mich. Brauchen den P-Switch. Leider. Es gibt sowieso die drei Leben. Japanese Level.
Ich bin gespannt, was da jetzt schon wieder auf uns haust.